Also wir wissen, was die Felder sind, wir wissen, was Vektor- und Skalarfelder sind. Und wir haben uns das ein bisschen angeschaut, wie man mit denen rechnen kann oder zumindest Zusammenhänge zwischen diesen Feldern beschreiben kann. Eine Sache fehlt uns jetzt noch, das sind zwei Sachen. Das erste sind die Integralsätze. Also wenn wir jetzt wieder etwas haben, wie zum Beispiel D ist O. Aber J ist ein, das heißt I ist bei dir, die Wurzel aus minus 1 ist I und nicht J bei diesen Formeln, die du verwendest. Das ist ja ein großes J. Ja, aber trotzdem muss es konsistent sein und I ist. Naja, J, nein, J ist ja nicht I, J ist ja die... Na eh, aber ja. Trotzdem, wenn du jetzt... Ja, dafür gibt es ein kleines J. Na, aber das kannst du nicht wirklich machen. Also, ich finde das besser, ich finde besser, die Leitungsstromdichte mit J anzuschreiben, als mit I Index S. Und I Index S, ich weiß, die Physiker schreiben es mit J und die Elektrotechniker schreiben es mit I Index S. Und das finde ich furchtbar, dass man I-Index S nennt. Nein, es ist super, wenn du es schreibst, wie die Physiker. Ja, ja. Sehr. Aber es ist nicht ein CGS. Sind ja auch die makroskopischen und nicht die mikroskopischen Netzwerke. Es ist I-Einheit, so passt eh alles, oder? Also, wir müssen uns die Integralsätze anschauen. Wir haben gesagt, die Divergenz vom D-Feld ist das Rohfeld. Also das Rohfeld ist die Quellendichte von dem D-Feld. Und sagen wir haben jetzt einfach nur eine Ladung, einen Punkt. Wie wird dann das D-Feld ausschauen? Genau. Einfach in alle Richtungen ist es gleich groß. So. Also das hier sind meine Feldlinien oder auch meine Feldröhren. Sie sind dann miteinander verwandt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich herausfinden, wie viel Ladung hier in dem Zentrum ist, indem ich nur in dem D-Feld messe, aber nicht in der unmittelbaren Nähe von dieser Ladung. Ich mache einen Kreis drumherum. Genau, exakt. Und was mache ich dann mit dem Kreis? Ich mache sogar nicht einen Kreis, ich mache bewusst irgendeinen Wobbel. Genau, ich integriere. Wenn ich integriere das D-Feld entlang dieser Kreislinie oder der Oberfläche dieses geschlossenen Volumens, wenn man das in 3D macht. Und dieses Integral, das ist gleich groß wie Ladung in der Mitte. Und das macht doch irgendwie Sinn. Zunächst einmal können wir erkennen, dass ja hier durch diesen Querschnitt von dieser Feldröhre immer gleich viel von dem D-Feld durchströmt. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob wir so eine Feldröhre nehmen und hier unten anschneiden und über diese Fläche integrieren oder hier oben anschneiden und über die Fläche integrieren, weil genauso haben wir die Feldröhren definiert, dass das immer gleich viel ist. Also wir sehen zumindest, dass dieses Ding hier eine Konstante ist. Egal, wo ich dieses Volumen mache, also diese Oberfläche mache von diesem Volumen, es ändert sich nichts, solange ich diese Ladung hier in der Mitte drinnen habe. Und eigentlich auch kein Unterschied, ob ich das als Volumen ansehe oder als Fläche ansehe, oder? Weil wenn ich sage, meine Fläche ist nur in einer Fläche ausgebreitet, dann kann ich das auch über den Kreis machen. Das macht genau. Also Also ich kann es quasi entweder als Oberfläche eines Volumens nehmen oder als Rand einer Fläche im 3D oder im 2D. Und wir sehen, es ist konstant, wenn wir da weggehen oder wenn man hier hingeht. Das zweite, was ziemlich einleuchtend ist, wenn ich diese Ladung hier verdoppel, dann wird sich überall die Flussdichte verdoppeln. Weil eine Verdoppelung von zwei Größen, das wird durch die Differentialoperatoren, die man, jetzt haben wir es nicht mehr, aber auf der letzten
auf dem letzten Flipchart oben gehabt haben, das fällt einfach durch. Nicht? Ein konstanter Faktor ist nachher auch wieder ein konstanter Faktor. Also wenn dieses Integral konstant ist, egal wo wir diese Oberfläche spannen, solange sie geschlossen ist, und wenn es doppelt so groß ist, wenn das da drinnen doppelt so groß ist, dann bin ich schon ziemlich überzeugt, dass das eine Möglichkeit ist, auszurechnen, wie viel Ladung innen drinnen ist, wenn ich die Oberfläche hier integriere. Das heißt, das muss auch ein konservatives Feld sein, oder? Weil wenn es nämlich wurscht ist, ob ich jetzt da eine Kartoffel drumherum zeichne oder ein Kreis, dann, oder... Es ist, wenn ich dem Feld hier, das ein konservatives Feld ist, wenn ich hier ein Blau, ein nicht konservatives Feld überlagere, und wenn das da einen Wirbel hat, dann ist es offensichtlich wurscht. Wenn das da drinnen einen Wirbel hat, ist es auch offensichtlich wurscht. Es muss diese Oberfläche hier penetrieren. Und wenn ich das quasi hier so mache, naja, dann sehen wir, an der einen Stelle hat es das eine Vorzeichen und an der anderen Stelle hat es das andere Vorzeichen. Das heißt, dieses überlagerte Wirbelfeld hebt sich komplett aus. Also dieser Trick, den wir machen, der bezieht sich sozusagen nur auf das Quellenfeld von dem D-Feld, und wenn das D-Feld noch eine Wirbelkomponente hat, warum auch immer, wirkt sich das nicht auf das Ergebnis des Integrals aus. Also was dieser Integralsatz lautet jetzt, wenn ich die Oberfläche von einem Volumen im D-Feld integriere, dann ist das gleich dazu, dass ich das Volumen im Rohfeld integriere. Also anders schreiben, statt D muss dann das V musst du in den S Surface oder irgendwas. Oder den Rand. Surface von V. Gut? Naja, du hast es, sonst wäre es ja gleich. Also wir sehen quasi, dass das hier die eingeschlossene Ladung sein muss. Ne? Wir haben hier eine Ladungsdichte, und wenn ich die Dichte mit dem Volumen multipliziere, dann komme ich auf die Ladung. Das heißt, wir haben hier die eingeschlossene Ladung und hier haben wir das Oberflächenintegral in dem D-Feld, und das ist miteinander verwandt. Und das ist, was das ist, der Gaußsche Satz. Den Namen bin ich nicht so sicher. So, es gibt noch einen zweiten Satz. Der bezieht sich jetzt auf den Rotor. Und ich habe vorher geschrieben, was habe ich geschrieben? Rot H ist J. Kann das sein? Ich überlege, wie ich das in 2D zeichne. Sagen wir, ich habe einen stromführenden Leiter. Also tun wir dem gleich Namen geben, das J-Feld, das ist die Leitungsstromdichte, und das H-Feld ist die magnetische Feldstärke. Ja, die ist die Dichte, Fluchtdichte. Kommen wir durcheinander, was sind die Feldstärken, was sind die Fluchtdichte. Also sagen wir, das J ist die Leitungsstromdichte. Und sagen wir, wir haben einen stromführenden Leiter. Und das ist jetzt der Versuch von mir, da was in 3D zu zeichnen. Das heißt, da habe ich einen Strom. Dann wird dieser Strom I der wird jetzt ein Magnetfeld quasi erzeugen, das um den hier herum kreist. Nicht? Und das wäre ja genau dieser Bezug. Nicht? Wir haben gesagt, der Rotor
ist quasi bei dem Blatt der, die Achse, die auf dem Blatt draufhängt und die sich dann dreht oder an der ich drehen kann, wenn ich das Blatt in Bewegung setzen möchte. Und jetzt habe ich hier quasi meinen Leiter in der Mitte und wenn da quasi Strom durchfließt durch diesen Leiter, dann habe ich hier auf dieser Achse eine Leitungsstromdichte und das macht dann, dass sich das H-Feld um diesen Leiter herum bewegt. Und jetzt gibt es hier wieder einen Integralsatz, das ist der Satz von Stokes. Stimmt das? Ich glaube, ich gut, also ich habe hier wieder einen Integralsatz, der mir diese beiden Größen in Bezug zueinander bringt. Und das eine Ding, was ich aufintegriere, ist in dem Fall das J-Feld in dieser Fläche hier. Also ich habe quasi eine Feldlinie im H-Feld, die ich mir anschaue. Und weil das H-Feld ein reines Rotorfeld ist, sind die Feldlinien immer in sich geschlossen. Also ich nehme eine x-beliebige Feldlinie her und integriere jetzt das J-Feld auf der Fläche, die von diesem H-Feld eingeschlossen ist. Und wieder ist es egal welche. Also das muss jetzt nicht so durch sein, sondern das könnte eben auch vorn gewölbt sein oder was auch immer. Das ändert überhaupt nichts. Wie? Es muss halt nur eine Fläche sein, die begrenzt ist von der Feldlinie, die ich mir anschaue. Das ist das eine Integral. Dass ich, nennen wir es S, diese Fläche? A. Also A. S, ja. Ja. Aber DA, wenn du DA, eigentlich hast du es auch vergessen, DA pro DV. So, was? Na, Integral D und dann natürlich DX. Und das wäre jetzt in dem Fall. Na, wenn du jetzt schon fragst. Ich frage dich ja nur, weil du vorher das so mit dem V und ich verstehe es. Ja. A hast du gesagt. A wäre der Liga. Machen wir A, ja. Danke. Fläche A. Ja, das ist die Fläche A. So. Und was wir jetzt hier integrieren, ist eben das J-Feld auf dieser Oberfläche A. So. Und womit könnte das gleich sein? Nur so aus der, was wir noch für Größen rumstehen haben und was zufälligerweise praktisch wäre. Und wir hoffen, dass es das dann ist. Die Feldstärke. Ja, aber was? Die Feldstärke wäre ja an einem Punkt. Da müsste man dann sagen, an welchem Punkt. Das H, wie sehen die Farben aus? Das H integriert quasi auf der Randkurve. So, das heißt, wir sagen, das ist gleich in der Kurve H-Feld. Wer ist der Kurve? S? Oder ist das bei C? C? Ah, okay. Ich bin mit jedem Buchstaben einverstanden. Das ist das hier. So, das ist die Kurve C. Das ist ja das Problem, ne? Soll man C-Index A machen? Das ist ja auch ein C-Index A. Okay, das heißt, wenn ich quasi irgendwo sowas hier stehen habe und das eine ist das Rotor von dem anderen, dann schaue ich mir quasi die vermutete Feldlinie an. Die muss in sich geschlossen sein, weil wir schauen uns ja quasi ein Wirbelfeld an, ein Rotorfeld. Irgendeine Fläche, die davon eingeschlossen wird, solange die quasi dorthin geht, ist alles gut. Ansonsten wähle ich die so, wie es mathematisch für mich am einfachsten ist, diese Fläche zu nehmen. Das kann eine kreisrunde Kurve sein und wirklich die Fläche dazwischen, das kann irgendwas ganz Abstruses sein. Und dann integriere ich quasi auf, wie viel Strom in dem Fall geht durch diese Fläche durch. Und dann bekomme ich, wie viel Feldstärke habe ich, wenn ich entlang dieser Randkurve integriere. Hat jemand schon mal einen Zangenampermeter gesehen?
Also ein Zangenampermeter, mit dem kann man Strom messen. Und das ist, wie der Name sagt, so eine Zange. Und da kann ich einfach einen Leiter durchstecken und dann die Zange zumachen. Und dann bekomme ich angezeigt, wie viel Strom gerade durch diesen Leiter fließt. Das wird so gemacht, dass der Strom, der dann durch diese Zange durchfährt, ebenso ein H-Feld erzeugt. Eben auch genau in der Zange. In der Zange ist irgendein ein magnetisches Kernmaterial, irgendein Ferrit oder so drinnen, der halt das Feld schön bundelt. Und dann ist da drinnen eine Messvorrichtung, mit der ich die Feldstärke in diesem Kernmaterial messe. Und es ist völlig egal, wo da dieses Kabel durchgeht. Also ich kann das Kabel irgendwie hin und her bewegen, rauf und runter. Ich kann das außen an dem Ring quasi irgendwie seltsam hin und her führen, was auch immer. Das ist dem Gerät völlig egal, weil ich nicht ändere, wie viel Strom durch die Öffnung durchfließt. Es misst immer nur, wie viel Strom durch diese Öffnung durchfließt. Ja, aber man muss ja bei den Zangenampermeter immer an einzelnen Leitern durchführen. Das ist, wenn ich hin und Rückleiter durchführe, habe ich das Problem, dass genauso viel Strom in die eine wie in die andere Richtung fließt. Und dann ist es wieder vorbei. Was ich aber machen kann, wenn ich lustig bin oder wenn mein Zangenampermeter von der Auflösung nicht hoch genug ist, dass ich einfach mein Kabel nehme und nicht einmal in die Zange hineinhänge, sondern einfach so 10-mal, nicht immer wieder in der gleichen Richtung durchführen. Und dann habe ich quasi ein 10-mal so großes magnetisches Feld und da sagt man noch 10-mal so viel Strom. Und, aber erschlafen darf ich nicht einführen, so. Du meinst quasi... Doch, darfst du schon, aber misst du das nicht. Du meinst, quasi, wenn das der Ring ist, dass du quasi so und dann wieder zurück. Ja, das darf auch nicht sein. Ne? Dann hast du auch wieder, dass es sich genau aufhebt. Du hast genauso viel Strom in die Richtung, wie in die Richtung gesummt ist. Ja, dann kannst du schauen, ob es funktioniert. Also ich finde, mit einem Zangenampermeter rumspielen ist ganz hervorragend, um ein Gefühl zu bekommen für diesen Integralsatz. Weil das am Anfang doch irgendwie so, naja, aber wenn ich an diesem Kabel wackel oder wenn ich es irgendwie auf der Seite hinlege, das muss doch dieses Feld ändern. Und nein, es ändert das Feld nicht, weil wir den Rotor nicht verändern, weil wir nicht den Strom ändern, der durch diese Schleife durchgeht. Aber eigentlich ist ja quasi der eine Ausdruck und der andere Ausdruck, das ist genau das Gleiche. Ich tue eigentlich nur mir anschauen, bei dem einen Ding, was geht durch den Rand durch und bei dem anderen Ding, was geht durch die Fläche durch. Und bei dem einen Ding kriege ich halt dann raus, was würde mir durch das Volumen durchgehen und bei dem anderen Ding kriege ich durch, was würde mir durch den Rand gehen. Genau, also es ist extrem ähnlich. Ich behaupte jetzt mal, mit allem Respekt Gauss gegenüber, dass diese Erkenntnis viel offensichtlicher ist als diese. Aber vielleicht sieht das Stokes anders und sagt, das war trivial, aber auf den Gauss hat es vielleicht nicht gekommen. Jedenfalls, ja. Das heißt, ich kann mir jetzt, wenn ich mir irgendein Feld anschaue, also irgendeinen Fluss anschaue eigentlich, kann ich mir die bei dem einen Mal durch das Volumensintegral eines Skalars anschauen und nur bei dem anderen Ding schaue ich mir nur an, also ich verringere irgendwie immer eine Dimension. Ja. Ich habe bei dem einen Ding habe ich ein Volumen und ich komme auf eine Fläche und bei dem anderen Ding habe ich eine Fläche und ich komme auf eine Kurve. Genau. Und das Kleine ist immer geschlossen. Ja. Weil es das andere einschließt, nämlich der eine aller. Also ich finde mal, allein wegen diesen Symmetrien merkt man sich es auch eigentlich relativ gut. Unabhängig davon, ob man jetzt quasi herleiten kann, dass es so ist von der Definition von einem Rotor oder von der Divergenz. Was ich sehr nett finde an diesen beiden Integralsätzen, ist, dass sie es uns erlauben, Gedankenexperimente durchzuführen, die man nicht durchführen könnte, wenn wir in dieser anderen Darstellung sind, mit wir schauen uns das Feld zu einem Punkt an. Weil ein Gedankenexperiment, wo man jetzt quasi sagt, und in jedem Raumpunkt das und das, das ist ein schwieriges Gedankenexperiment. Ein Gedankenexperiment, bei dem ich quasi sage, mir ist die Gesamtkonfiguration egal, wir schauen uns ein Volumen an und in diesem Volumen ist ein Coulomb positive Ladung, das ist viel, viel einfacher. Da habe ich extrem die Komplexität von diesem System reduziert. Wenn man wirklich rechnen möchte, wenn man jetzt irgendwie einen Simulator schreiben möchte, zum Beispiel, der irgendwie Feldsachen berechnen kann, dann wird man diese Sätze wahrscheinlich nie verwenden. Sondern dann nimmt man sich die
Definitionen, die wir vorher gehabt haben, mit den Ableitungsoperatoren, macht einfach ein Raster und schaut dann quasi zu jeder Zelle, naja, wir schauten die Nachbarzelle in positive X-Richtung aus, schaut die Nachbarzelle in negative X-Richtung aus, rechnet mit diesen diskreten Werten eine Näherung, eine numerische für diese Ableitungen und kennt dann eben die Werte von dem anderen Feld. Aber wenn man im Kopf umgehen möchte, Gedankenexperiment möchte, dann sind das extrem wertvolle Werkzeuge. Gut, damit kommen wir zum letzten Punkt für diese Einleitung quasi. Ich bin noch in der Einleitung. Super. Das sind drei. Ich habe vorher gesagt, die Einleitung wird wahrscheinlich das längste sein, weil wenn wir dann die Begriffe haben, dann können wir ganz, ganz schnell über die paar Bezüge zwischen ein paar Feldern drüber gehen. Und dann ist eh alles klar, oder? Der letzte Punkt hier sind die unterschiedlichen Koordinatensysteme, die man so verwenden kann. Also normalerweise, wenn ich irgendetwas rechne im Raum, dann denke ich natürlich in einem kartesischen Koordinatensystem, wo ich vielleicht irgendwie x, y und z habe und ich weiß nicht, ob es links- oder rechtshändig ist. Aber das ist die Idee, ich habe was jetzt so rechtwinklig aufeinander stehende Koordinatenachsen. Welcher Bezug fehlt mir? Der zwischen den beiden. So. Und setzt quasi alles aus einer x oder einer y oder einer z-Komponente zusammen. Und es gibt viele Beispiele aus der Elektrotechnik, aber natürlich auch Physik und alles mögliche andere, wo das eine extrem ungeschickte Darstellung ist. Also sagen wir berechnen irgendetwas, wo ich einen geraden, stromführenden Leiter habe. Also quasi einfach so, wie wir es vorher gehabt haben, wir haben irgendein Ding, eine gerade Linie, da fließt ein Strom I. Und jetzt möchte ich das quasi rechnen und ich fange an, Formeln aufzustellen dafür in kartesischen Koordinaten, wo vielleicht irgendwie dieser Leiter, der so windschief im Raum steht. Das ist ein Horror, auf was ich dann für Formeln komme, weil ich nicht berücksichtige, dass diese Anordnung hier gewisse Symmetrien hat. Und die finden sich aber nicht wieder in dieser Darstellung hier. Also mit den Symmetrien, da kommt man immer leicht drauf, indem man sich überlegt, ich habe quasi jetzt mal meine Problemwelt sozusagen, wo alles drinnen steht, was wir wissen, und alles nicht drinnen steht, was wir nicht wissen. Und jetzt mache ich irgendeine Transformation mit dieser Problemwelt und es ist nachher die gleiche Welt. Und dann werde ich wohl annehmen müssen, dass auch im Ergebnis diese Transformation keinen Unterschied macht. Nicht? Wenn ich quasi zwei Angaben habe, die aber gleich sind, dann ist das das gleiche Problem. In dem Fall zum Beispiel könnten wir jetzt die Welt nehmen und um diesen Leiter rotieren. Nachdem es in der Welt nichts anderes als diesen Leiter gibt und dieser Leiter selber rotationssymmetrisch ist, ändert sich überhaupt nichts, wenn wir diesen Leiter rotieren. Wenn ich aber so ein Koordinatensystem habe und da steht irgendwie windschief im Koordinatensystem dieser Leiter, dann ändert sich alles Mögliche, wenn ich anfange, die Welt um diesen Leiter zu rotieren. Das heißt, ich möchte ein Koordinatensystem haben, wo die Symmetrieeigenschaft hier in einer Koordinate drinnen steckt, damit ich dann sagen kann, die Koordinate kann ich, wie sie ist, komplett ignorieren. Und das wäre in dem Fall hier ein Zylinderkoordinatensystem. Also wir können quasi ein Koordinatensystem konstruieren, wo wir sagen, nicht wir haben eine x, ein y und eine z-Komponente, sondern wir haben eine zylindrische Welt sozusagen. Und wir haben jetzt drei Komponenten. Die erste Komponente ist die Höhe quasi vom, sagen wir, das ist mein Ursprungspunkt jetzt. Und das ist der Punkt, den wir beschreiben wollen. Und da sagen wir, der ist auf dieser Höhe. Das ist die Rotationsachse von diesem Zylinder, die Symmetrieachse von dem Zylinder. Dann diesen Abstand R und diesen Winkel hier nennen wir ein Phi. Mein Phi ist sehr klein geraten, weil der Winkel ja da klein ist. Klein Phi. Genau.
Ich hätte nicht so zeigen können. Wie komme ich jetzt schon? Also so allgemein, wenn ich jetzt nicht, also so in dem Fall ist es recht einfach zu finden. Wie komme ich jetzt drauf, wenn ihr eine bisschen schwierige Situation hätte, auf diese Symmetrie? Das ist schwierig, ich muss es sehen. Also ich muss die Symmetrie in irgendeiner Art und Weise erkennen. Das Gedankenexperiment ist aber immer, kann ich eine Transformation auf meine Problemwelt, wie ich sie nenne, durchführen, sodass es sich eigentlich nicht verändert. Und in dem Fall wäre das quasi eine Rotation um die Achse oder auch eine Verschiebung entlang der Richtungen, die dir der Leiter zeigt, wenn ich davon ausgehe, dass der Leiter quasi eine unendliche Ausdehnung hat. Weil dann kann ich ihn einen Meter nach vorn verschieben, aber immer noch nach vorn und hinten eine unendliche Ausdehnung, das ist immer noch das gleiche Problem. Könnt ihr auf diese Symmetrie nicht auch draufkommen, nun, ja, nämlich ich sage, ich messe, dass es keinen Unterschied gibt, wenn ich in eine Richtung gehe und weiß, wenn es keinen Unterschied gibt, komme ich auch darauf, dass es eine Symmetrie geben muss. Selbstverständlich, ich kann doch einfach messen und schauen, ob was rausfällt. Das Problem ist, dass ich oft nicht einen Aufbau habe zu messen. Also speziell, wenn ich mir zum Beispiel diese magnetischen Felder in der Nähe eines stromführenden Leiters vorstelle, da braucht man meistens ziemlich große Ströme, damit das eine sinnvolle Messgröße wird. Und was ich das dann noch abschirme von irgendwelchen Störeinflüssen von außen, ist sehr schwierig. Das heißt, das sind oft Beispiele, die man nur theoretisch durchführt, um dann quasi zu sagen, okay, wenn ich mein System so und so baue, wird das diese Eigenschaften haben, wo ich aber nicht aufbauen kann und dann wirklich das Feld im Raum messen kann. Und dann irgendwie den Raum durchrastere und irgendwie schaue mit einer Sonde, wie groß ist das Magnetfeld hier oder da. Aber ja, wenn ich messen kann, dann kann ich natürlich auch auf diese Art und Weise Indikatoren finden für Symmetrie. Gut, also sagen wir haben so ein Koordinatensystem hier, dann kann ich einfach in dieses Koordinatensystem den Leiter genau hier in die Mitte hineinstellen, entlang der Symmetrieachse von diesem Zylinder. Und dann kommen wir drauf, okay, nachdem die Welt jetzt rotationssymmetrisch ist entlang dieser Achse hier, brauche ich mich um die Phi-Komponente, um den Winkel nicht mehr kümmern. Weil dieser Punkt hier sich genauso verhalten wird gegenüber dem Leiter, wie zum Beispiel dieser Punkt hier, der den gleichen Abstand hat vom Leiter, der in der gleichen Höhe über den Ursprung ist, und sich nur durch diesen Winkel unterscheidet. Also ich habe auf einmal ein viel kleineres Problem, weil eine ganze Koordinate weggefallen ist. Und wenn, wie gesagt, dieser Leiter hier eine unendliche Ausdehnung hat, das ist auch was, was man ganz oft findet in diesem Beispiel, Leiter mit unendlicher Ausdehnung, dann ist natürlich auch die Höhe wurscht und dann habe ich schon zwei Komponenten weg. Und ich brauche nur noch abschauen, in welchem Abstand ist denn mein Punkt von dem Leiter. Der Winkel wird keine Rolle spielen, die Höhe wird keine Rolle spielen. Das heißt, wir wissen aber automatisch, dass alle Vektorgrößen zum Beispiel, die wir finden, immer normal auf den Leiter zeigen oder normal vom Leiter weg zeigen. Weil wenn die in irgendeine andere Richtung zeigen, dann heißt das, dass der Winkel doch keine Rolle spielt oder dass die Höhe doch keine Rolle spielt. Also dadurch, dass wir erkannt haben, aufgrund der Symmetrie, dass wir ein Koordinatensystem haben, kann man dann gleich einen Schritt weitergehen, kann diese Variablen wegwerfen, man kommt drauf, was immer mein Ergebnisfeld sein wird, es wird auch diese gleichen Symmetrieeigenschaften haben müssen. Weil sonst würde es zu zwei nicht unterscheidbaren Problemen unterschiedliche Lösungen geben und das kann ja nicht sein. Das Problem hier ist natürlich, vorher haben wir die Formeln betrachtet für Divergenz und Rotation und so weiter und so fort. Rotation haben wir die Formel gar nicht betrachtet, aber in kartesischen Koordinaten. Und wenn ich jetzt so Zylinderkoordinaten zum Beispiel habe, dann brauche ich natürlich andere Formeln. Und die kann ich einfach in einer Formelsammlung nachschauen. Also in einer guten Formelsammlung sage ich nach mit Divergenz und dann steht, Divergenz ist in einem kartesischen Koordinatensystem das, was wir uns angeschaut haben. Und dann in einem Zylinderkoordinatensystem das und das. In einem Kugelkoordinatensystem, wo ich quasi zwei Winkel habe und eine Entfernung, ist das die Formel und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir irgendwas lösen wollen, symbolisch mit dieser Vektoranalysis, das Wichtigste ist ganz am Anfang diese Entscheidung hier. Welches Koordinatensystem wähle ich und wie lege ich mein Problem in dieses Koordinatensystem, sodass Symmetrien gut abgebildet werden.
das ändert, ob ich quasi einen ganzen Tag herumrechne und am Schluss so einen riesigen Ausdruck bekomme, oder ob ich nach 5 Minuten fertig bin und eine einfache Antwort habe. Okay. Das war Teil 1, Grundbegriffe der Feldtheorie. Fragen? Ja, ich glaube, das sprengt ein bisschen. Ja? Das sprengt ein bisschen so die Dimension vom Vortrag. Mhm. Kann ich mir überlegen, welche Größen ich berücksichtigen muss, damit ich auch eine Symmetrie komme? Also kann ich mir anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe, kann ich mir überlegen, naja, ich weiß, dass sich irgendetwas nicht verändert, deswegen muss es irgendwann eine Symmetrie geben. Also ich wandere entlang von diesem Leiter, ich merke, es ändert sich nichts, dann weiß ich, na gut, wahrscheinlich gibt es etwas, was wahrscheinlich gibt es eine Symmetrie. Und wenn ich mir das jetzt irgendwie so als Größe vorstelle, als ich wandere entlang von einem Streifen, der sich irgendwie entweder zeitlich oder räumlich nicht ändert, dann habe ich etwas, was sich nicht ändert, deswegen weiß ich, dass es eine Symmetrie geben muss. Also weiß ich, dass es eine Darstellung gibt, in der ich... Also das Wichtigste ist, wenn du vorher auch gemeint hast, man kann quasi das Feld messen und so. Das ist der Grund, warum ich quasi diesen Begriff erfunden habe von die Problemwelt, weil in der Problemwelt sehen wir quasi diese Felder noch gar nicht, sondern schauen uns quasi nur mal den Leiter an. Und wenn wir uns nur den Leiter selber anschauen und die Informationen haben, da fließt die Richtung Strom durch, dann ist die Symmetrie ziemlich offensichtlich. Während wenn wir quasi das überladen mit allen möglichen anderen Begriffen, die sich aber ableiten lassen aus der geometrischen Anordnung, dann bin ich vielleicht überschwemmt mit Informationen und ich sehe nicht, wo die Symmetrie liegt. In aller Regel sieht man die Symmetrie sehr einfach, indem man einfach die Liste der möglichen Symmetrien durchgeht, weil man hat ja auch nicht tausende verschiedene Koordinatensysteme, sondern es gibt so eine kleine Handvoll und kartesisch-zylindrisch-Kugelkoordinatensysteme und die kann man ja abklappern. Man kann quasi sich das Problem anschauen und kann sagen, schaut das so aus, als ob das eine Symmetrie hat in Zylinderkoordinaten, ob das eine Symmetrie hat in Kugelkoordinaten oder vielleicht auch eine Symmetrie hat in kartesischen Koordinaten. Also wenn es zum Beispiel irgendwie gespiegelt wird, Spiegelung ist eine abgeschwächte Form der Symmetrie. Aber wenn es zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es flach ist, also nicht unbedingt flach, aber wenn es keine Änderungen einer Ebene gibt, nicht? Wir haben ein Labyrinth zum Beispiel und wir haben extrem hohe Mauern in dem Labyrinth, dann ist es quasi wurscht, ob ich das 1 Meter über den Boden betrachte, 2 Meter über den Boden, 3 Meter, ich habe immer exakt den gleichen Querschnitt, das ist auch eine Symmetrie, wo ich sehe, okay, wenn ich das in kartesischen Koordinaten ausdrücke, dann kann ich die eine Achse wegwerfen, die hat offensichtlich keine Auswirkung auf mein Problem. Aber was du schön beschrieben hast, ist das Noether-Theorem in Worten. Und das besagt, wenn du eine Symmetrie hast, hast du eine Haltungsgröße. Was ist die Haltungsgröße in dem Fall? Das Noether-Theorem nimmt 2 Größen, die, wenn du sie zusammen multiplizierst, eine Wirkung ergeben, also die physikalische. Schon, aber was wäre hier, kann ich da nichts sagen, aber ich kann das sagen, nur wenn du zeitliche Symmetrie hast, also deine Gleichungen in minus t und plus t, das wäre dann eine Spiegelung, symmetrisch sind, nur dann hast du Energieerhaltung. Dasselbe geht mit Impuls und Ort, nur in einer Welt, wo der Ort symmetrisch ist, hast du Impulserhaltung. In einer Welt, wo das nicht geht, hast du keine Impulserhaltung. Und dasselbe gilt für Drehimpuls und Winkel. So wie du das gerade gefragt hast, das war erstmal so eine rein geometrische Frage, nicht wie will ich meine Koordinaten und so weiter. Und dieses Noether-Theorem bezieht sich ja darauf, wie irgendwelche mechanischen Teilchen sich bewegen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, dieser Draht, der ist irgendwie geladen
Und ich gucke mir jetzt an, ein geladenes Teilchen bewegt sich dann rund um diesen Draht, wird irgendwie angezogen oder so, dann wäre für dieses Beispiel gerade die Erhaltungsgröße der eine Komponente vom Impuls, die entlang dieses Drahtes zeigt. Nicht? Also ich kann mich darauf zubewegen oder rumspiralen, aber wie es in die Richtung des Drahtes geht, das bleibt gleich. Aber die Geometrie spielt ja schon eine Rolle. Also, weil in dem Fall ist ja die Geometrie das, was die Symmetrie vorgibt. Ich habe ja in dem Fall eine Symmetrie und ich würde mir mal denken, wenn ich jetzt irgendeinen Effekt habe um diesen Draht herum und um und wenn ich mich immer entlang von dieser geraden Linie bewege, ändert sich eigentlich nichts. Das heißt, ich würde eigentlich entlang dieses Dings nirgendwo eine Kraft spüren. Dann hast du Drehimpulserhaltung, weil wenn der Wind... Nein, da haben wir einfach nur Translationserhaltung. Wenn ich irgendwo etwas parallel entlang von diesem Draht um und um schicke, dann habe ich keine Kraft. Wenn du eine Winkelsymmetrie hast... Oder? Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ja, ich würde sagen, ja, beide recht, nicht? Also da, genau, was ich meinte, war ja der Impuls entlang des Drahtes. Das kommt daher, weil du den Draht verschieben kannst. Ja. Und Drehimpulserhaltung für die Bewegung in der Ebene senkrecht zum Blatt, weil du auch so, noch drehen kannst. Du hast ja zwei Symmetrien sogar hier. Ja, dann gibt es auch zwei Symmetrien in dem Fall. Also das heißt, ich hätte, solange ich irgendwie eine... Ich finde eine Symmetrie dadurch, dass ich mir anschaue, was sich nicht ändert, quasi. Das sind alles Fälle, wo es eine Symmetrie gibt. Ja. Und dadurch kann ich dann mein System einfacher beschreiben, anstatt dass ich mir irgendwelche Koordinaten gebe, die irgendwie überhaupt keinen Einfluss haben, kann ich die Koordinaten auch alle wegfallen lassen. Darum geht es gerade. Ja. Okay, cool. Dann habe ich es verstanden. Ja, naja, aber das macht ja nur insofern Sinn, als dass du weißt, dass du nirgendwo eine Änderung haben wirst. Weil wenn du jetzt einen Leiter hast, der unendlich lang ist und irgendwo an einem Punkt hast du eine Quelle und von der aus geht es in beide Richtungen. Ja, aber die Angabe war ja, es ist unendlich lang. Du hast die nächste Quelle. Ja, der Quelle ist unendlich lang und du kommst mit einem anderen Leiter dazu. Aber ja, aber dann ist es auch nicht. Also die Angabe war quasi, die gesamte Welt besteht aus einem so, unendlich langen Leiter, mit dem Quelle und Senke in Unendlichkeitspunkt sind. Das heißt, egal in welche Richtung ich einen Schritt bewege, ich habe meinen Abstand zu Quelle und Senke nicht verändert. Und damit kann ich... Ich weiß, dass es solche Leiter in der Wirklichkeit nicht gibt, aber es ist eine gute Näherung für so manche Beispiele. In dem Fall ist der Leiter ja quasi so, wie du am Anfang gesagt hast, ein Feldrohr. Also ich gehe einfach davon aus, entlang dieses Rohrs ändert sich einfach nichts. Also einfach nur, wenn ich entlang dieses Rohrs spaziere, ist ja immer alles gleich. Das bedeutet ja, wenn der Leiter unendlich lang ist, alles, was da durchfließt, fließt in die gleiche Richtung. Alles, was ein bisschen weiter weg davon fließt, fließt immer noch in die gleiche Richtung, vielleicht mit einer geringeren Feldstärke, aber trotzdem... Ja, also aber du gehst schon quasi wieder in dem Lösungsraum, wenn ich das so sage, weil du quasi schon wieder Felder betrachtest, aber wenn ich mir nur den, wie ich es genannt habe, die Problemwelt anschaue, wo ich einfach nur einen Leiter habe, ich weiß noch gar nichts über Felder, ich habe nur den Leiter und ich weiß, in welcher Richtung Strom durchfließt, und weil sich die Problemwelt nicht ändert, wenn ich um den Leiter rotiere, wenn ich den Leiter nach vorne und nach hinten verschiebe, weiß ich, dass die Felder sich nicht ändern werden. Ja. Also es geht quasi um diesen Schluss, dass ich quasi, okay, wenn die Angabe invariant ist gegenüber einer gewissen Transformation, dann muss auch das Ergebnis invariant sein gegenüber der gleichen Transformation, weil sonst wird das Ergebnis nicht eindeutig. Ja, okay. Also das ist die Grundüberlegung dahinter. Und das ist eben praktisch, weil man Symmetrien in der Angabe viel, viel leichter erkennt, als quasi vorausschauend sofort zu sehen, dass im Ergebnis eine Symmetrie drinnen sein wird. Darum eben diese Idee, den Begriff Problemwelt zu nehmen, in dem wir noch gar nichts über Felder wissen, sondern wenn das also Beispiel, ein Prüfungsbeispiel ist und dann steht irgendwie gegeben, ist ein unendlich langer, geradliniger Leiter, dann wissen wir schon, okay, ich kann diese Welt nehmen, entlang des Leiters verschieben, um den Leiter rotieren und ich kann nicht unterscheiden, was ist das Originalproblem und was ist das Problem nach meiner Transformation. Also ist das Gesamtsystem auch die Lösung, aber die habe ich noch nicht angeschaut, ist invariant gegenüber dieser Art von Transformation. Und dann will ich das entsprechende Koordinatensystem. Die Frage war eher so, was passiert, wenn ich genau das nicht weiß, wenn ich einfach genau die Symmetrie nicht gegeben habe,
aber es ein symmetrisches Problem gäbe, was einfach viel einfacher wäre. Weil in dem Fall, jetzt gerade sind uns zwei Variablen rausgefallen, also die Höhe und der Winkel, aus diesem Symmetriegrund, was einfach sehr praktisch ist, weil ich mag mir das Problem nicht unnötig kompliziert machen. Also gerade bei Vektoranalysis, wo riesige Dinge rauskommen, wenn du dann quasi nach verschiedensten Koordinaten ableiten musst, macht das halt einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied. Also wenn du quasi zwei von drei Koordinaten ignorieren kannst, wird das Problem nicht einfach dreimal so einfach zu lösen, sondern... Aber das heißt, einfach nur so, es gibt sicher eine Möglichkeit, sich das quasi, ich habe ein Problem gegeben, ohne dass ich weiß, dass es eine Symmetrie gibt. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich drauf komme, es gibt eine Symmetrie? Ich kann, auch wenn ich das konkrete Beispiel jetzt nicht, ich weiß nicht, dass es ein Leiter ist, der also im Moment klar ist. Es gibt Fälle, wo es quasi nicht ganz so offensichtlich ist, welche Symmetrien du hast. Ob es ein Patentrezept gibt, sofort, das ist ein bisschen eine zu offene Frage für dich. Okay. Das war die Frage rein. Das ist physikalische Intuition. Ja. Also okay. Ja, ja. Das ist Teil der Problembehandlung, ja. Also einen kreativen Input. Aber es ist jedenfalls als Faustregel quasi, ist es immer wert, ein bisschen länger darüber nachzudenken, ob es Symmetrien gibt. Weil wenn du eine Symmetrie findest, das Problem so viel einfacher dadurch und in Prüfungssituationen jetzt quasi 50% der Prüfungsbeispiele sind darum Prüfungsbeispiele, die du jetzt in einer Viertelstunde durchrechnen sollst, weil es eine Symmetrie gibt, weil sonst würdest du quasi eine Stunde nur in einem Beispiel sitzen. Also allein aus diesem praktikablen Grund, dass das Beispiel in einer Viertelstunde zum Rechnen sein muss, hast du eigentlich immer irgendwelche Symmetrien drinnen. Und wenn du sagst, ah, das ist ein nicht symmetrisches Problem und ich gehe einfach mal mit einem kartesischen Koordinatensystem mit allem drauf los, dann wirst du wahrscheinlich nicht fertig. Aber in der Realität ist es immer umgekehrt, oder? Das ist eigentlich kaum... In der Realität schaut das so aus, dass du praktisch alle interessanten Probleme nicht symbolisch lösen kannst, sondern du gehst wieder auf, wir nehmen den Raum, zerlegen in kleine Volumina, machen eine diskrete Näherung für diese Ableitungen und so weiter und so fort. Aber das ist halt schwierig zum Prüfen, weil entweder heißt das, du verwendest ein Programm und das ist keine super Leistung, oder das heißt, du schreibst ein Programm und das ist unrealistisch für die Prüfungszeit. Also könnte man quasi argumentieren, dass was geprüft wird, was wenn du wirklich auch wissen möchtest, wie ist meine Feldkonfiguration im Elektromotor, den ich gerade baue, da wird sich keiner hinstellen und wird sagen, okay, welche Symmetrien habe ich in meinem Elektromotor, sondern okay, gut, dann machen wir jetzt mal Pause für so 10 Minuten und dann